welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Ah. Jo. Freitag, kurz vor 6 abends, nicht morgens. Bin erst vor kurzem von der Arbeit zurück. War ein angenehmer Tag heute. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Dafür habe ich eine meiner Kaffeetassen geschrottet. Nicht so gut. Habe jetzt dann 3 Stunden, da ich heute etwas früher nach Hause kam, in der Werkstatt verbracht, um ein paar Cosplay-Sachen fertig zu machen. Jedes Mal, wenn ich auf eine Con gehe und was mitbringen soll, egal wie früh ich anfange, ist letzter Tag öfter vor, ist immer. Ich habe die Farbe einigermaßen runterbekommen, aber man kann es noch ein bisschen sehen, glaube ich. Komisch, die Farbe sieht man hier mehr als in der Kamera. Interessant, okay, es ist auch helles Gelb. Aber, naja, die Flecken hier. Yep. Auf jeden Fall, bevor die Woche zu Ende geht und ich nicht zu Hause bin, machen wir noch schnell den Rest der Postsendung, die mich ja an einiger Stelle etwas früher erreicht hat, als ich gedacht habe. Hier ist der Rest. Wird diesmal wirklich Royal Mail diesmal wieder. Das hier ist ebenfalls Flugbus, kam ebenfalls über Zürich. Naja, auf jeden Fall. Ah. Das Ding ist wirklich. Au. Ja. Egal. Ah! Jawohl, okay, und hier haben wir gleich, oh ja, in der großen weißen Packung haben wir gleich einmal wie spricht man das aus? ich kenne die Serie so auch und da hieß es noch Miniskirt Pirates und hier haben sie an den Titel wieder geändert, witzigerweise. Und ich glaube aber auf dem Titel, als ich es gesehen habe. Bob Actual Space Pirates. Das ist ihr Part 1, 1 bis 13. Bekommt man für 12 Pfund. Glaube ich jetzt gerade. Oder waren es doch, oder waren es 15? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube zwischen 12 und 15 Pfund momentan, als ich sie gekauft habe. Dann Nummer 2. Also man. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Oh yeah. Mädchen übernimmt die Arbeit ihres Vaters und er war Weltraumpirat. Das nicht wirklich mehr Weltraumpiraterie ist, sondern eher ein Entertainment-Geschäft mit fragwürdigem Hintergrund. Am ehesten. Und halt eben, was dorthin führt und was dort wegführt. Ich möchte mal sagen, ihr habt jetzt allein, glaube ich, bis zur 10. Episode von 24, glaube ich, hat das Ganze verfolgt. Deswegen weiß ich nicht, wie es ausgeht. Ich also habe nur halb und halb Wissen darüber noch, komischerweise. Und natürlich etwas, was ich auch nicht ganz fertig gesehen habe, aber als ich gesehen habe, dass es zu uns kommt, zumindest in den britischen Versand, nicht zu uns. Ah, was mich mal ärgert, da ich ja auch das Vorgängermaterials sehr angetan bin, weil es eine der ältesten Sachen ist, die ich zu Hause im DVD-Bereich, glaube ich, habe. Und eben auch bei uns zum Beispiel von Anime House. Das wurde in einer Collectors Edition sogar. Mit Figur und Booklet. Naja. Haben wir hier den Nachfolger, Schrägstrich, die Neuaufarbeitung, das Reimagining. Oh, Waiting in the Summer. Und wer Onegai Teacher, oder wie es auch die meisten kennen, als Please Teacher kennt, also die Anspielungen, die da wären: Mädchen aus dem Weltraum kommt auf die Erde, trifft dort Jungen. Ich glaube, klassischer Kommas, glaube ich, kaum noch haben. Oder? Und jetzt machen wir zusammen einen Film über Aliens. Obwohl am Anfang bekommt man nicht ganz mit, wo es hinführt. Aber die Anspielung auf die Originalserie zu Onegai Teacher ist hier drin wirklich. Yeah! Dann noch die letzte Box und ich glaube, da wird es kaum noch eine Überraschung geben. Weil ich habe den ersten Teil, also habe ich auch den zweiten Teil wahrscheinlich. Mehr habe ich nicht bestellt, also jawohl!
Part 2, 14 bis 26 sogar. Bodacious, wahrscheinlich, wenn ich das richtig ausspreche, oder? Bodacious. Space Pirates. Man kann mich auch gern daran korrigieren. Wie jeder weiß, bin ich der Aussprache von gewissen Worten nicht unbedingt angetan. Jo, Double Disc. Ich habe hier 26 Folgen. Okay? 26. Auf zwei Doppel-DVD Emeralds. Zusammen dafür plus das hier. Für diese drei 50, 53 Pfund gezahlt und 16 Pfund versandt. Okay? Das heißt, ich bin unter 70 und am Ende waren es, glaube ich, 71 Euro. Und habe zwei komplette Serien. Das zeigst du mir mal hier bei uns. Also da möchte ich mich nicht einmal auf, nicht einmal anhalten, da Vergleiche zu ziehen, oder? Wie gesagt, also Leute, falls ihr hier bei uns im deutschsprachigen Raum nichts findet, geht zu den Briten. Achtet darauf, dass es keine amerikanische Release ist. Dann habt ihr sogar Region Coding für Europa und ihr braucht dafür keinen extra DVD-Player. Und sofern ihr der englischen Sprache einigermaßen mächtig seid, die Synchro ist weitaus erträglicher als einiges, was heutzutage auf dem Markt ist. In Bezug auf Anime. Das kann ich nicht oft genug sagen und das werde ich auch noch sehr oft sagen. Ohne Scheiß, weil... Es stimmt schon, ja, der Markt hier bei uns ist sehr klein und deshalb sind die Preise extrem hoch. Nur halt eben, dass dafür die Qualität so leiden muss an einigen Stellen ist. Und bin auch drauf gekommen, die Dinger sind auch wesentlich hübscher gerendert, witzigerweise, auch auf der DVD-Version. Das ist mir auch immer aufgefallen, dass wesentlich mehr Qualität in die ins DVD-Rendering geht. Weil da ist wirklich fast kaum noch Unterschied zwischen einer Blu-ray. Ich hau's in den Blu-ray-Player, habe ich letztes Mal gesehen bei Okami-san und Enter Seven Companions. Und ja, nicht. Du siehst keine Renderspuren, du siehst kein Ruckeln, du siehst keine Fragmentierung in den Frames. Was willst du mehr? Und das hatten wir früher auch in älteren DVD-Ausgaben Anfang 2000. Die DVDs wurden erst hässlich mit dem Anfang 2008, 2009 und dann wurde die Renderqualität von DVDs immer schlechter. Man könnte jetzt natürlich ein bisschen paranoid werden und das dann darauf zurückzuführen, dass es einfach nur hier, die wollen natürlich automatisch, dass DVDs schlechter ausschauen. Damit Leute Blu-rays kaufen. Ehrlich, ich habe diese Theorie, glaube ich, schon diverse Male aufgebracht und mir hat es noch niemand widerlegt. Versucht hat, glaube ich, einmal jemand, aber hat es auch nicht geschafft. Ich würde es mal angebracht haben, dass man wieder mal ein bisschen da paranoid sein sollte in der heutigen Zeit. Nicht nur wegen dem, was so Microsoft und Sony momentan produzieren. Allgemein ein bisschen mehr Paranoidität würde vielleicht gar nicht einmal schlecht sein. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Ich bin gespannt, wie dieses Mal die Convention wird in Wien. Ich hoffe, das Wetter wird einigermaßen mitspielen. In diesem Sinne, ich habe noch Entertainment für den heutigen Abend ein bisschen. Werde nicht alles schaffen, aber vielleicht auch gut so. Dann freue ich mich wieder auf mehr Sachen. Bis demnächst und ich habe noch Arbeit vor mir. Jo. Der glockenhelle Klang von hochprozentigen, nicht verdünnten Kaffee. Die Aussagen werden immer komisch bei mir, wenn es um dieses Zeug geht, oder? Nur mal so.